Hallo und willkommen zurück bei den Tool Brothers. Mein Name ist Flo und wir schauen uns heute mal die Bosch B-Turbo-Technologie an. Aber es geht nicht um die beiden Maschinen, die ich hier stehen habe, sondern es geht um die Akkus, weil Bosch ja selber sagt, wir müssen für B-Turbo-Maschinen mindestens einen 5,5 Ampere Pro-Core-Akku benutzen, damit wir das volle Leistungspotenzial dieser Maschinen auskitzeln können. Wir haben uns dafür zwei Maschinen rausgeholt, und zwar einmal den Schlagbohrschrauber GSB18V150C und den Akkuwinkelschleifer GWS18V15. Wir schauen heute also genau, wo sind die Leistungsunterschiede und ist es ein spürbarer Unterschied, den wir bei diesen beiden Zellen haben, und werden es einfach mit rausfinden. Viel Spaß! Als erstes wollen wir uns anschauen, warum es einen Leistungsunterschied bei diesen Akkus geben soll. Danach gehen wir mal auf die Größe und das Gewicht ein, weil man sieht ja, optisch ist der auch schon ein bisschen größer und ich glaube auch vom Gewicht haben wir schon ein bisschen mehr auf der Waage. Danach will ich einmal kurz auf die Akkuanzeige eingehen, weil ich finde schon, dass sie auch jetzt schöner verarbeitet ist bei den ProCore Akkus. Und dann kommen wir zu den Tests und finden wirklich raus, wie groß der Leistungsunterschied ist. Also, warum haben wir bei B-Turbo-Maschinen mit dem Pro-Core-Akku mehr Leistung? Wir haben in den alten Akkus haben wir die 18650er-Zelle. Die hat einen Durchmesser von 18 mm und ist 65 mm hoch. Die neuen Pro-Core-Akkus mit der 21700er-Zelle haben einen Durchmesser von 21 mm und ist 70 mm hoch. Allein dadurch haben wir schon eine größere Abgabeleistung. Also die Zellen sind so gebaut, dass sie halt mehr Strom abgeben können. Und da kommen wieder die B-Turbo-Maschinen dazu. Und zwar können diese auch diese Leistung abrufen. Und jetzt nochmal als Info. Mit dem 4 Ampere Akku pro Core geht es zum Beispiel nicht. Da sind zwar auch die 21700er Zellen mit drin verbaut, aber nur eine Reihe. Ihr braucht solche Akkus, wo zwei Reihen von diesen Zellen mit verbaut sind, damit die volle Leistung abgerufen werden kann. Und dann sagt Bosch, dass wir ungefähr die Leistung von einem Kabelgerät mit 1800 bis 2000 Watt erreichen sollen. Das Gewicht beträgt bei dem 5 Ampere Akku 620 Gramm und bei dem Pro Core 5,5 Ampere kommen wir auf 980 Gramm, also schon viel mehr. Bei den Maßen gab es kleine Unterschiede in der Länge, da war der 5 Ampere bei 114 mm und der 5,5 Pro Core bei 116 mm, in der Breite 76 für den 5 Ampere und 80 für den 5,5 Pro Core. Nur in der Höhe gab es einen etwas größeren Unterschied, da war der 5 Ampere bei 57 mm und der Pro Core bei 70 mm. Kommen wir noch kurz zu der Akkukapazitätsanzeige. Bei dem alten hatten wir nur drei Balken, die wir ablesen konnten, und bei dem Pro-Core haben wir jetzt fünf und können dadurch natürlich viel genauer und auch besser den Ladezustand ablesen. Natürlich gibt es noch viel mehr Maschinen als die beiden, die wir hier haben. Das ganze Sortiment findet ihr bei uns auf der Webseite. Dort findet ihr auch Handkreissägen, Kapp- und Gehrungssägen, Schlagschrauber, ich glaube um die 1000 Newtonmeter, Bohrhämmer und ja, sogar eine Tischkreissäge. Finde ich schon mal sehr geil. Ein Preisvergleich von über 30 Händlern findet ihr auf der Webseite auch noch mit direkt. Wenn ihr noch mehr B-Turbo-Tests sehen wollt oder sehen wollt, was diese Geräte so können und ob wir die vielleicht mal gegen ein Kabelgerät vergleichen sollen, schreibt es einfach in die Videokommentare. Aber genug gelabert, jetzt geht's um die Tests und wir schauen, was der Pro-Core mit dem B-Turbo-Motor so kann.
Da bin ich ein bisschen in Schwitzen gekommen. Aber man muss sagen, der Leistungsunterschied zwischen dem Pro-Core und dem normalen Akku ist wirklich spürbar und auch sichtbar. Ihr habt es ja in den Videoaufnahmen gesehen. Mit dem Schlagbohrschrauber bei der 12x400er Schraube habe ich es mit dem normalen vielleicht bis zur Hälfte geschafft oder noch nicht mal. Und beim Pro-Core-Akku waren vielleicht noch 2 cm über und dann hätte es auch fast geschafft. Also bin ich, war ich schon mal sehr begeistert. Schlangenbohrer, gleiches Spiel. Haben wir mit dem normalen Akku kurzen Leistungseinbruch gehabt, wenn man so sagen darf. Also Maschine hat ein bisschen runtergeregelt, ist ein bisschen langsam geworden und beim Pro-Core durchgehend die gleiche Leistung. Also wirklich sehr stark. Winkelschleifer hat man beim Trennen natürlich nicht so gut gesehen, weil beim Trennen hat man nicht so viel Kraft, aber beim Schleifen konnte ich mal richtig Kraft ausüben. Also habe es probiert, den Winkelschleifer auszudrücken. Das hat mit dem normalen auch nicht geschafft, aber man hört es, glaube ich, dass die Maschine wirklich fast kurz davor war auszugehen und mit dem Pro-Core keine Chance. Also ich kriege die Maschine damit nicht ausgedrückt. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr Videos über das Thema Biturbo und andere Maschinen sehen wollt, schreibt es einfach in die Videokommentare. Über ein Abo und ein Like würde ich mich wie immer freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!